Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, hört ihr mich schon? Alles gut soweit? Ton, Bild. So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid. Und heute machen wir einen ziemlich ungewöhnlichen Lichtring, würde ich sagen, weil es geht eben nicht um irgendwelche Katastrophen, aber dennoch sind es Katastrophen, die tagtäglich bei uns in der Nachbarschaft und an allen möglichen, in allen möglichen Wohnungen und an allen möglichen Orten geschehen. Denn es geht hier und jetzt um den Rosenmontag und ich hoffe, ihr habt gut gefeiert. Wir feiern den schon lange nicht mehr. Für mich wäre das cool, wenn wir langsam mal da zu einem ganz anderen Verständnis auch kommen könnten für die Leute, die das nicht gerne machen. Zum Beispiel könnten wir uns da ja mal Rosen verschenken, ne? Das wäre ja auch mal ganz toll. Aber gut, da ist der Valentinstag schon dafür da. Also macht das auch keinen Sinn. Okay, also ihr Lieben, heute geht es um den Lichtring Rosenmontag. Es geht im Prinzip darum, dass wir als bewusste Menschen einfach mal darauf schauen, auf diesen besinnungslosen Alkoholgenuss, aber auch auf die Drogen, auf die Zigaretten, auf andere berauschende Mittel, mit denen sich unsere lieben Menschen, Brüder immer wieder regelmäßig verdichten. Und natürlich sackt dann das Bewusstsein richtig in den Keller. Und klar, es werden unglaubliche Mengen an Alkohol geschluckt. Und der Grund dafür ist, wie ich finde, Millionen Menschen finden am Ende der Zeit den Ausgang nämlich nicht mehr, um zurückzukehren in ihr Seelensein. Und wir können sie erinnern durch Harmonie, Liebe, Mitgefühl. Ganz klar, auch die Alkoholindustrie, der Staat, die Macht, die jauchzen alle, denn mit der Angst, der Trauer und den Traumata der Menschen werden leider mittlerweile Millionen und Milliarden täglich verdient. So, und diese ganze Geschichte hat sich zugetragen, weil, das wollte ich euch nämlich erzählen, wir haben hier eine Hochburg, eine Karnevalshochburg. Hier wird ganz viel gefeiert. Ich wohne ja am Bodensee. Und es kommen regelmäßig Massen hier an. Und letztens war ein Narrentag zum Beispiel, da waren alleine 40.000 Leute nur zum Alkoholglühen, gell, auf dem Markt. Und ja, da ging es auch hoch her. Also ich habe mit Leuten auch gesprochen, die da extra weggezogen sind für ein, zwei Tage oder Nächte, was weiß ich. Und ja, das passiert einfach hier. Und dann war zum Beispiel auch bei uns, ich mache noch so ein Malereistudium, um mich künstlerisch da auch noch ausbilden zu lassen, war an der Freien Kunstakademie einen Narrentag. Ich will jetzt gar nicht sagen, von welcher Gruppierung, Vereinigung, ist eigentlich egal. Und die haben dann ja ganz schön gewütet da in diesen wunderbaren Hallen und haben alles wie der letzte Schlumpf hinterlassen. Es war also wirklich vollgekotzt, es war überall Alkohol, es hat alles geklebt. Und ja, bringt das nun mal zusammen mit der schönen und hohen Kunst. Da hat man doch irgendwann schlechte Laune. So, und dieser schlechten Laune machte ich mir just Luft. Und schrieb dann in unsere Gruppe, ja, man sollte doch da mal genau hinschauen, denn die Leute, die dort so wirklich tierisch sich Jahr für Jahr, Tag für Tag zum Karneval abtöten, abdichten und zusaufen, die schreiben ganz groß auf ihr Banner, ja, mit diesem Geld, was wir durch den Alkoholgenuss hier verdienen, unterstützen wir die armen Kinder. Okay, habe ich gedacht, gut, das kann ich jetzt so nicht hinnehmen, ne? Und habe dann einfach natürlich geschrieben, dass man doch mal darauf schauen soll, wie das auch letztendlich bei den Kindern ankommt, ne? Die Kinder, muss man sich mal überlegen, die kriegen Geld durch den Alkohol, wo die Erwachsenen sich quasi total besinnungslos besaufen.
und werden damit unterstützt. Und da fließt natürlich auch das Bewusstsein gleich mit rein. So nach dem Motto, mit Alkohol wird erstmal genügend Geld verdient. Dann fließt das Bewusstsein mit rein oder das Unbewusstsein vielmehr. Durch den Alkohol wird alles schön und leicht und da bekommen wir Unterstützung. Und ja, es ist alles total normal, ne? So wie das, wie ich das auch schon geschrieben habe im Text. Es gibt ja in immer mehr Kinofilmen, aber auch Fernsehfilmen, müssen wir genau hinschauen. Also ich beobachte das schon einige Jahre, gibt es immer mehr, wie soll ich denn sagen, so eine Regelmäßigkeit von Alkohol, ne? Egal, wo die sich praktisch da darstellen, die Schauspieler. Also es ist immer irgendwo massenweise Alkohol dabei. Ob das Wein ist oder Schnaps oder Whisky, ist völlig egal. Jedenfalls wird da immer richtig schön geglüht und man hat so den Eindruck, das ist normal. Aber es ist nicht normal, oder? Was sagt ihr dazu? Das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal. Also ich habe Gottes Willen nichts gegen Alkohol. Ich genieße vielleicht mal ein Glas Wein, was weiß ich, alle Vierteljahre oder so. Oder zu einem schönen Essen, ne, so gepflegt, wunderbar. Ich kann auch mal ein Glas Champagner irgendwo trinken, wenn eine Vernissage ist oder irgendein Höhepunkt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber es geht einfach darum, dass auch Kinder und Jugendliche immer mehr lernen von den Erwachsenen, dass da wirklich regelmäßig so extrem viel geschluckt wird. Und dass das eben einfach zum Alltag dazu gehört, ne? So, jetzt gucke ich erstmal hier in den Chat rein. Seht ihr denn den Chat alle, ihr Lieben? Ich rede und rede. Ja, früher waren es Zigaretten, Magitta, natürlich. Heute sind es auch noch Zigaretten leider und Drogen auch noch und andere berauschende Mittel. Denn wir wissen ja auch, der Rauch, der da so aufsteigt, das ist ja der die Verbindung zwischen der höheren Ebene und unserem normalen Bewusstsein, unserem Tagesbewusstsein. Und alle, die rauchen, sorry, ihr lieben Raucher, falls welche dabei sind, das ist einfach auch ein Drang oder ein Gefühl, sich dadurch zu verbinden, unbewusst. Und genauso ist es mit dem Alkohol auch. Es berauscht, oder mit anderen Drogen, es berauscht die Menschen und sie haben dann das Gefühl, ach, jetzt kann ich meine Sorgen vergessen, klar, jetzt kann ich meine ganzen Traumata vergessen und bin einfach erleichtert, alles ist frei und alles ist fröhlich und ja, das Leben ist schön. Ne? Ist ja auch gar kein Problem, kann man ja machen, wenn dann die Hausaufgaben dazu gemacht werden, die ja die meisten total vergessen. Okay, ich sehe nur meine Sätze. Ja, das ist das Problem hier. Ich habe das schon mal. Wie ist denn das jetzt? Ich habe hier irgendein Schloss jetzt gedrückt. Seht ihr jetzt alles? Seht ihr jetzt alles? Seht ihr den ganzen Chat jetzt, ihr Lieben? Noch nicht. Oh Gott. Ich kann das hier nicht einstellen. Ja, also mir geht es auch nicht darum, das ist noch die letzte Geschichte, die letzte Story von dieser Geschichte. Ich war dann also wirklich so im Prass und war einfach, ja, natürlich auch total heftig drauf und sehr kritisch und habe dann einfach gemerkt, wie eine riesige Welle mir aus dieser Gruppe auch entgegenkam. Und das war wirklich, boah. Und da habe ich auch eine Weile damit geschwungen und habe gedacht, okay, was soll mir das jetzt sagen? Natürlich müssen wir uns selbst fragen, womit das zusammenhängt. Um das zu beantworten, was jetzt eine geschrieben hat hier, gefällt mir nicht. Das ist aber gut mit dem Beurteilen. Ne, Sabine Luzi? Also, ich habe dann meine Hausaufgaben auch gemacht und habe erkannt, dass es da einfach auch eine Unterstützung braucht dieser Menschen. Und dass wir selbstverständlich unser Herz öffnen dürfen für diese ganze Misere, die hier läuft. Und
Es bringt nichts, wenn wir Widerstände aufbauen. Das war eigentlich der Schluss, den ich dann daraus gezogen habe aus dieser Geschichte. Und gleichzeitig kam einfach so eine riesige Energie rein, dass wir uns alle einfach mal hier einschwingen können auf den Geist des Alkohols, denn wir wissen ja, alles wird geistig sehr, sehr gut hier verarbeitet an die Informationen, zum Beispiel in der Homöopathie, in vielen weiteren Richtungen, die wir mittlerweile für unsere, ja, für Essenzen zur Verfügung stellen, die wir nutzen, um Energien zu aktivieren oder um bestimmte Heilmittel herzustellen, um beispielsweise auch um Glaubenssätze zu bearbeiten. Wir können bestimmte Informationen ja auf Wasser geben und so weiter. Also da sind wir, denke ich, schon ganz gut dabei. Und heute geht es also darum, dass wir unser Herz für all jene öffnen, die wirklich traurig sind, die Traumata haben, die sich einfach nicht zurechtfinden in dieser Zeit. Und gleichzeitig wäre es vielleicht ganz sinnvoll, auch das Geld, denn es wird sehr, sehr viel verdient, auch mit dem Alkohol. Und da ist ja eine riesige Industrie dahinter und alle schauen zu und sagen ja nichts weiter. Also das wäre auch praktisch das Geld, nicht nur das für Alkohol jetzt ausgegeben wird, nein, sondern grundsätzlich einfach mal mit in unseren Segensraum hineinnehmen. Ist euch das jetzt... Ist es in Ordnung für euch? Was wie? Ich komme noch nicht hier mit dem Chat klar. Irgendwie ist der noch nicht richtig offen. Ich habe aber keine Ahnung, was da dran jetzt falsch ist. Ja, genau, Elisabeth. Genau. Solche Geschichten sind das, gell? Und Daumen hoch, wenn du dich damit ausgesöhnt hast, super. Und ich glaube, da hast du dann natürlich den ganzen Mitgliedern deiner Familie sehr geholfen damit, denn es nützt nichts, leider ist klar, wenn wir da irgendwo nur noch draufhauen, weil jeder Widerstand verstärkt das Problem. Das wissen wir ja mittlerweile alle, gell? Okay, vielleicht neue Bestimmungen wegen dem Chat. Das stimmt, Nadine, das kann durchaus sein, dass das neue Bestimmungen hier gibt mit dem Chat. Habe ich noch nicht gehört, müsste ich mal anrufen. Okay. Ich lese mal kurz durch, was ihr alle schreibt. Aber ich habe alle Teilnehmer hier eingeschaltet, ne? Also ich kann das gar nicht anders. Ich kann nur Moderatoren einschalten. Und da ist aber auch nichts anders. Und wenn ich alle Teilnehmer anschalte, verändert sich auch nichts mit dem Chat hier. Also ihr könnt jetzt die allgemeinen Ansagen von den anderen könnt ihr gar nicht lesen oder wie? Ihr könnt nur eure eigenen Statements hier lesen, ja? Okay, dann muss ich euch das vorlesen, was hier manche so geschrieben haben. Die Elisabeth hatte ich jetzt schon genannt, die Sabine. Ja, die hat sich gleich verabschiedet. Ja, auch gut. Okay, dann war das jetzt nicht der Fall. Negatives Denken zieht Negatives an, schreibt so tschüss. Ja, ich habe ja gerade erklärt, worum es ging, ne? Aber auch gut. Gabriele schreibt, ich distanziere mich seit 3 Jahren von der Fastnacht, verurteile jedoch niemanden. Ich trinke auch gerne oder 1 oder 2 Achtele. Klar, wie gesagt, darum geht es ja nicht. Da der Wein mir schmeckt und in geselliger Runde ist, ich mir genehmige, mehr jedoch nicht. Ist auch alles okay, darf auch alles sein. Es geht, wie gesagt, um diese Besinnungslosigkeit darin. Ne? So, okay. Genau, der Detlef schreibt, sanftere Möglichkeiten der Bewusstseinserweiterung sind halt verboten. Nicht gern gesehen vom Staat. Ne? Die Leute können sich ja hier schon mal ganz schön besinnungslos betrinken. Das wird ja gern gesehen. Dadurch kommen die auf jeden Fall nicht zu Bewusstsein. So. Narrenzeit, genau, Helga. Es heißt nicht umsonst Narrenzeit. Okay. Seht ihr jetzt noch das Bild, hört ihr den Ton? Weil die Sabine schreibt, du bist weg. Sabine, wenn bei dir irgendwas
nicht passt, dann geh noch mal raus und log dich einfach noch mal ein. Das hilft eigentlich ganz gut. Okay, ihr Lieben. So, dann schalte ich mal meine Technik noch dazu. Kleinen Moment. Gibt es denn jemanden unter euch, also außer die das schon geschrieben haben, die auch vielleicht so einen Fall in der eigenen Familie haben oder selbst vielleicht mal damit ein Problem, also allgemein mit Zigaretten, Drogen, Alkohol oder auch eben in der Familie? Weil das können wir jetzt nämlich da auch etwas mit harmonisieren. Genau, Gudrun, okay. Jetzt ist ja gut, ne, wenn es nicht alle gleich lesen können. Da bleibt das im Prinzip auch individuell jetzt bei demjenigen, das passt. Genau, Ursula. Okay, Alkohol und Raucher, ja, das ist natürlich, es gibt doch immer wieder auch, gerade in den Familien, wo wir uns mit unserem Bewusstsein niedergelassen haben, auch solche Probleme, klar. Und das hat immer was damit zu tun, dass wir in dieser Weise ein besonderes neues Bewusstsein auch entwickeln dürfen. Also ich hatte Gott sei Dank in meiner Familie das Problem nicht, aber mir hat mal irgendwann ein Heiler mitgeteilt, dass ich eine ganz alte Belastung aus einem anderen Leben habe, wo ich auch irgendwie alkoholabhängig war oder irgendwas mit Alkohol gewesen ist. Ne? Also anderen Leben ist es auch noch da. Wahrscheinlich habe ich mich deswegen auch so besonders hier aus dem Fenster gelehnt, denn das hat, es kommt ja nicht grundlos sowas, ne? Ja, Susanne, alles klar. Hat auch jemand unter ihrem Ehemann gelitten? Okay. Ja. Okay, also jeder, der irgendwo also mit dem Thema in Berührung kommt, der ist natürlich in Resonanz damit, ganz klar. Und dafür gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Wie gesagt, einer ist, dass wir selbst etwas in uns tragen aus anderen Leben. Ein anderer ist, dass wir mit den Familienangehörigen oder mit den Freunden oder wer da auch immer in unserer Nähe da ein Problem hat, dass wir einfach dort mit diesen Menschen noch etwas bearbeiten dürfen, etwas harmonisieren dürfen. Und da wollen wir natürlich heute auch hinschauen auf dieses Gebiet, ne, in diesen Aspekt. Ja, Gabriele, ich glaube, es gibt wirklich solche extremen Zeiten, wo wir alle an so einem Abgrund stehen und nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Und auch selbst in solchen Zeiten, wenn das dann ist und wenn wir den Alkohol für diesen Moment oder für die kurze Zeit auch brauchen, dann hat der auch eine Funktion. Wichtig ist nur, dass wir es erkennen und ehrlich mit uns selbst sind und dann irgendwann das natürlich wieder loslassen können, gell? Ja, Nadine, also die Nadine schreibt, können wir Freunde mit reinigen? Wir machen jetzt nicht so eine Reinigung, wie ihr euch das vorstellt. Es wird natürlich aus den höheren Sphären angesagt, wohin wir schauen dürfen. Es ist mehr eine Harmonisierung, die wir einbringen in diesen bestimmten, in diese Ebene, ne? Absolut, Detlef. Detlef schreibt, das hat auch eine Mods-Mitwirkung für Leute, solche öffentlichen Alkoholexzesse. Genau. Du sagst es,
Also wir empfinden dann die Depression danach richtig, richtig stark. Ne? Also da müssen wir uns wirklich immer wieder auch bewusst sein, dass wir da rausgehen und dass wir einfach wissen, das ist nicht unser Gefühl, das ist nicht unser Empfinden, sondern es ist etwas, was als Welle aus dem Massenfeld hereinschwappt. Okay, gut, jetzt wollen wir nicht mehr viele Worte verlieren und beginnen. Schließt eure Augen. Und atmet einmal mehr bewusst aus, tief aus, tief ein. Und kommt immer mehr in euer Herz. Öffnet das Herz weit. Und erlaubt euch immer tiefer in den eigenen Mittelpunkt, in den eigenen Diamantkern, in die eigene Stille des Herzens zu gelangen. Wir verbinden uns einmal mehr mit Mutter Erde. Im Mittelpunkt des Planeten. Und über unsere Krone hinaus mit der Sonne. Und laden sämtliche kosmischen und planetaren Qualitäten ein, die es jetzt braucht für diesen Lichtring an Rosenmontag, wo wir unsere Liebe, unser Mitgefühl, unsere Harmonisierung einbringen für jene Menschen, die an Alkohol oder Drogen oder Abhängigkeiten allgemein leiden, für jene menschlichen Geschwister unserer großen Menschheitsfamilie, die vielleicht Menschen in ihrer Familie haben, die ein solches Problem vielleicht jahrelang schon mit sich tragen. Aufgrund von Ängsten, aufgrund von Traumata, vielleicht auch von Krankheiten, aufgrund von Depressionen und sonstigen Ursachen. Wir versenken uns immer tiefer und tiefer über den Atem. In die Stille unseres Seins. Und verbinden uns immer mehr mit unserem Seelensein. Ich bin eine reine liebende Seele. Und ich bin jetzt hier mit dir. Und wir blicken auf unseren lichtvollen Ring, auf jene Menschen, die hier und jetzt dabei sind und auch jene, die diesen Raum später betreten. Denn es gibt keine Zeit, außer die, die wir im Herzen entscheiden. Und daher sind unsere Meditationen zeitlos, immer im Raum des Hier und Jetzt. Ich bin Ariana
und ich führe dich auf dieser Reise. Sei dir bewusst, dass du diese liebende, reine Seele selbst bist, jederzeit. Das ist deine Wahrheit. Nun wiederhole für dich dieses Mantra dreimal. Ich bin eine reine, liebende Seele. Ich bin eine reine, liebende Seele. Ich bin eine reine, liebende Seele. Und ich bin ein göttliches Selbst, ein göttliches Sein, ein kosmischer Mensch. Ich bin eins in der Quelle von allem, was ist. Ich bin eins. Ich bin eins. Und so erlauben wir unseren Herzen jetzt miteinander zu verschmelzen in diesem lichtvollen Ring. Reiche deinem Bruder, deiner Schwester zur rechten deine Hand und auch zur linken, sodass wir uns miteinander in Liebe, im rosa Strahl, im violetten Strahl, im gelben Strahl, im blauen Strahl, im weißen Strahl, im goldenen Strahl, im pfirsichfarbenen Strahl. Smaragdgrünen Strahl. Der kosmischen Lichtqualitäten vereinen. Und in Dankbarkeit mit Mutter Erde sind in diesem Moment. Stille. Einsein. Und so erlauben wir uns einen Blick auf unsere Menschheitsfamilie und all jene Wesen, die heute zum Rosenmontag in Feierlaune sind, aber nicht nur zu diesem Tag, sondern allgemein wenden wir uns an jene Brüder und Schwestern, die Probleme haben mit Abhängigkeiten von Alkohol, von Drogen, von anderen berauschenden Mitteln und sich dadurch ihre Sinne verdichten und ihr Bewusstsein zumachen. Aktivieren wir in unseren Herzen Frieden und Harmonie, Balance und Mitgefühl, Heilung und Segen mit Hilfe der planetaren und kosmischen Lichtsphären, die hier mit uns sind. Dehnen wir uns nun aus über den Raum, in dem wir uns jetzt befinden, über unsere Stadt hinaus, über ganz Deutschland, über ganz Europa, über die ganze Welt.
Und hier schweben wir nun ein lichtvoller Kreis aus Herzmenschen um die Erde. Unterstützt von wunderbaren Wesen und Lichtkräften, die jetzt und hier mit uns sind. Unterstützt von Mutter Erde, unser geliebter Heimatplanet. Unterstützt von allen Meistern, die auf dieser Erde wandeln und denen die Anhebung des Bewusstseins ebenso wichtig ist. Unterstützt von den Kindern und Kristallseelen, die hier mit hineinschwingen. Unterstützt von allen bewussten, liebevollen Menschen. Und so weiten wir unser Herz, ein Herz für diese Welt. Dehnen wir unsere Liebe, unser Bewusstsein, unser Mitgefühl, unseren Frieden jetzt aus. Zu all jenen Menschen, die es benötigen. Die diesen Beistand dringend brauchen, um vielleicht eine andere Entscheidung zu treffen, um ihre Probleme zu lösen, um sich selbst bewusst zu sein, mehr und mehr, um der großen Liebeskraft zu vertrauen, die hier ist und die jetzt durch uns fließt. Öffnen wir uns der Quelle der Liebe in der Einheit allen Seins. Erlauben wir, dass Liebe ist, dass Frieden ist, Harmonie, Balance. Und dass sich diese Qualität jetzt ausdehnt. Über den Geist des Alkohols. Begeistern wir neu allen Alkohol, der heute und auch später getrunken wird. Mit dieser Qualität. Und genau wie in der Homöopathie sind es Informationen, die hier mitschwingen. Informationen der Liebe, des Gleichmuts, der Zuversicht, des Miteinanders, der Herzverbindung, des Friedens, der Hoffnung. Und vielen weiteren hohen Herzqualitäten, die jeder Einzelne von euch hier mit einbringt. Und so erlauben wir jener Informationswelle, sich quantenhaft in den Geist des Alkohols auszudehnen.
sich hineinzuziehen. Und heilsam zu wirken. Das ist selbst beim Genuss von Drogen allgemein, Alkohol, allen Rauschmitteln, immer die Möglichkeit gibt, zu erkennen, sich zu öffnen, etwas tiefer zu verstehen. Quantenhaft dehnt sich unsere Herzwelle aus. Durch den Rauch, der mit jeder Zigarette ausgeblasen wird, dehnt sich aus durch alle berauschenden Mittel und Drogen, dehnt sich auch aus, nicht nur zu jenen, die abhängig sind, aber zu jenen in erster Linie. Denn auch zu allen, die damit ihr Geld verdienen, viel Geld verdienen. Denn sie brauchen diese Harmonisierung ebenso dringend. Wir dehnen unsere Liebeswelle zu all jenen Menschen aus, die wegschauen. Für denen es gleichgültig ist, was unsere Kinder von uns lernen. Immer wenn diese Rauschwelle frei wird, egal ob bei Alkohol, bei Drogen oder vielleicht auch in minimaler Weise bei dem Ausblasen des Zigarettenrauchs, immer dann entsteht diese besondere Verbindung. Die Verbindung zwischen zwei Ebenen, nämlich der physischen und der feinstofflichen Welt. Und durch unser Bewusstsein, dass wir quantenhaft ausdehnen können und somit einen Eindruck im morphischen Feld der Menschen hinterlassen, damit sie selbst erkennen, selbst lernen, sich selbst wandeln und verändern können, um letztlich aus dieser Welt eine bessere zu machen. Eine heilere, eine friedlichere Welt. Das ist die Absicht dahinter. Tauchen wir ein in unsere liebevollste Vision des einen großen Ganzen. Tauchen wir ein in unserem göttlichen Bewusstsein. So können wir sehen,
dass die Quelle durch alles ist. Und so schwingen wir uns ein auf dieses Quellbewusstsein, was auch im Alkohol schwingt, was auch in den Drogen schwingt, was auch in jedem Rauschmittel schwingt. Quellbewusstsein ist durch alles wirksam. Und so erlauben wir uns jetzt und hier die Rückanbindung in der Blume des Lebens, im Rosastrahl der Liebe, im Bewusstsein des einen großen Ganzen, im Bewusstsein der Verschmelzung und Einheit von allem, was ist. Und so schauen wir mit unserem Herzen und unseren inneren Augen auf diese Ebene. Schauen wir auf das, was hier wirklich ist, auf die Wahrheit. Auf den Geist, der alles durchzieht. Und so beginnen sich jene dichte Schleier immer mehr zu lösen und fallen irgendwann einfach ab. Wir schauen also nicht mehr auf das, was nicht funktioniert, sondern auf die Wahrheit der einen Quelle, die durch alles hindurch wirkt. Erkennen wir das Göttliche im Geiste des Alkohols, in jeder Droge, in jedem Zigarettenrauch, in jedem Rauschmittel. Und so kann es sich immer mehr zeigen. Denn es sind nur unsere menschlichen Hinterlassenschaften, die alles überlagern, damit wir die Wahrheit nicht sofort erkennen. Doch wir sind hier, weil wir bewusste Wesen sind, reine, liebende Seelen, göttliche Selbst, kosmische Menschen. Und so spüren wir jene Vibration unseres Quellbewusstseins, die alles durchfließt. Und diesen besonderen Eindruck im morphischen Feld hinterlässt. Und so sehen wir auch das Geld. Was hier noch
nicht in den idealen Bahnen fließt. Und wir sehen das Wesen des Geldes. Und sehen auch das Göttliche in ihm. Gerade jetzt in dieser Zeit darf sich hier vieles erneuern, wandeln und neue Wege finden. Und jeder einzelne Mensch öffnet sich selbst und auch in der Gemeinschaft diese Türen. Segnen wir das Geld und erkennen auch das Göttliche im Geld. Das Göttliche in der Geldquelle. Mag es sich ausdehnen und in neue Projekte für Frieden, Gemeinwohl, zur Freude von allen Menschen fließen. Mag es sich in uns bereinigen und heilen und somit für die Gemeinschaft wieder frei sein. Im Segen für das Geld. Im Segen für die Geldquelle. Damit sie immer sprudeln mag. Für die Heilung jedes einzelnen Menschen, für die Gemeinschaft und zum Wohl dieser Erde und zur Erneuerung unserer Welt. Bewusstsein, Liebe, Respekt. Mitgefühl. Balance. Harmonie. Frieden. Alles das schwingt hier mit. Wir erlauben dem silbernen Strahl, hier und jetzt alle Energien rasch zu manifestieren. Und ganz langsam und sanft kehren wir wieder zurück im rubinrot-goldenen Licht. Lassen wir alles mehr und mehr los. Und ziehen unser Bewusstsein wieder in unseren Körper hinein. Spüren unseren Körper, unsere Gliedmaßen. Und lassen jenen Informationsstrom hier und jetzt ganz tief in jede einzelne Zelle integrieren. Durch alle Ebenen hindurch, durch alle Körper. Und spüren in der Bewegung, jetzt und hier unseren Körper, sind zurück im Hier und Jetzt, in dem Raum, in dem wir gestartet sind, und öffnen dann ganz langsam die Augen.
So, ihr Lieben. Gudrun schreibt, es dient vielen Menschen die Harmonisierung. Vielen Dank. Danke euch, dass ihr auch hier mitmacht. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe mich wieder vergessen vorzustellen, also jetzt am Ende nochmal meine Vorstellung. Könnt ihr kurz durchlesen. Ich lese nochmal den Chat in der Zeit. Herzlichen Dank. Ja, sehr tief. Sehr schön, Dankeschön, Elisabeth. Anfangs war mir sehr heiß, jetzt ist mir kalt. Simone, ja, wir wissen ja, was da passiert. Gell? Die Energien, die uns verlassen, sind dann kalt und das, was im Prinzip einfließt, ist heiß. Oftmals, ne? Ich bin kurz weggedriftet. Ich denke, es ist gut, ja, Nadine, es ist ja eine Trance-Meditation. Also wir machen immer Trance-Meditation, das kommt über meine Stimme. Ja, okay. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Denkt ruhig ganz häufig immer noch mal an diesen Raum. Und in dem Moment, wo ihr dann wieder hier angebunden seid, könnt ihr dann die Welle einfach wieder nochmal aktivieren, nochmal bestätigen, nochmal aussenden. Und dadurch potenziert sich einfach diese Kraft. In diesem Sinne danke ich euch für unseren gemeinsamen Lichtring, einen ungewöhnlichen zum Rosenmontag und wünsche euch eine gute Nacht. Macht's gut. Tschüss.